Also, wenn ich mich kurz selber porträtieren müsste, mit wenigen Worten, würde ich sagen, ich ertrage das nicht gut, wenn ich mehrmals etwas sagen muss. Wenn ich zum Beispiel etwas Wesentliches zu sagen habe, sage ich das gern einmal und dann wollte ich so gern, dass das verstanden wurde und ausgeführt und umgesetzt. Mir wird es da unbehaglich, wenn ich immer dasselbe sagen muss. Wenn ich mich mit jemandem nicht verstehe, das heißt, wenn er mich nicht verstehen kann oder sie, und da muss dauernd das Gleiche wiederholen. Und sie will das nicht kapieren. So etwas ist Zeitverschwendung, verstehst? Weil das Leben ist kostbar. Und ich muss ja auch gehorchen. Ich muss der Gottheit gehorchen, meinem Vater, verstehst? Und da warte ich natürlich, dass das, was ich wirklich von Herzen will, dass es eingehalten wird. Das ist so. Das wäre das, was ich zu sagen habe. Als Bewährungsgespräch. Und dieses Bewährungsgespräch könnte eine Bewährung für eine Arbeitsstelle sein oder für eine Frau. Oder das könnte ein Wort an einen Sohn sein. Verstehst? Es könnte auch ein Wort an die Mutter sein. Es könnte aber auch ein Wort für eine politische Bewährung sein. Verstehst? Ich bin der Mensch, verstehst? Das ist immer das Gleiche. Ich will etwas sagen und dann muss es exakt ausgeführt werden. Und ich sage es am liebsten nur einmal. Und ich gehorche ebenso genau, präzise, wie eine Maschine der Gottheit. Verstehst? Ist einfach, wenn man es verstehen will, wenn man Wohlwollen hat. Das ist dieses Zeichen. Ich spreche gern einmal etwas aus und dann will ich die sehnsüchtige Erfüllung des Verlangten spüren, sehen, ahnen, nachweisen. Den Fruchtertrag. Genießen. Nicht nur sehen. Auskosten und realisieren. Die Hoheiten. Der Wille.